The next talk will be about the Der nächste Talk geht über die aktuelle politische Situation in Brüssel und wie sie sich entwickelt. Und wir haben hier von EDRI, European Digital Rights, Chloe Bertolomé und André Bello. Sie werden sich selbst vorstellen. Danke. So, hello. Ja, hallo. Zunächst einmal, hallo. Wir haben uns entschieden, diesen Talk über dieses Thema zu geben, weil das Jahr 2019 ein ziemliches Jahr war. Besonders in Brüssel haben wir das gespürt. Wir haben die verschiedenen Machtverschiebungen bemerkt und das neue Gleichgewicht in der EU-Politik insbesondere. Und der heutige Talk hat das Ziel, vielleicht ein wenig beizutragen zu einem Verständnis, wie dieses neue Gleichgewicht sich auf Online-Freiheiten auswirken wird. Aber wir wollen auch vorschlagen, was es oder euch sagen, was für Gesetze ein Auge verdient haben. Als Disclaimer, wir werden zunächst einen Overview, einen Überblick geben über die digitale Landschaft, ohne sehr ins Detail zu gehen. Und danach, wenn ihr für euch für die einzelnen Projekte interessiert, werden wir in die Details gehen. Und was wir also zunächst besprechen wollen, sind die Verschiebungen und die Machtgleichgewichte, insbesondere die, die durch das neue Parlament nach der Wahl sich beeinflussen werden, aber auch die neue Kommission. Aber es wird auch um Brexit gehen. Und wir werden euch ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen für bestimmte Gesetzgebungsprojekte und was ihre Auswirkungen auf digitale Rechte sein werden in der Zukunft, was die Auswirkungen sein könnten. Zum Beispiel, wir werden euch die aktuelle Lage erzählen in E-Privacy oder der Vorratsdatenspeicherung oder irgendwelchen anderen Überwachungsmaßnahmen, die die Europäische Union vorhat. Und außerdem werden wir unsere Erwartungen vorstellen, was die neuen Institutionen angeht und die neuen Menschen, die in Machtpositionen sind und die neuen Trends für digitale Politik. Ja, die meisten von euch, viele von euch, einige von euch, die hier sind, wissen viel über die EU-Politik. Diese nächste Folie wird ein bisschen überflüssig sein, aber es ist auch nötig, ein bisschen eine kurze Zusammenfassung zu geben über die verschiedenen Institutionen und ihre Rolle und auch für diejenigen natürlich, die nicht so vertraut sind mit diesen Themen. Wir werden uns auf die Kommission beziehen. Die EU-Kommission hat traditionell die Rolle, neue Gesetze zu verfassen und das Europäische Parlament, das eine Meinung sich bildet auf der Grundlage der verschiedenen Ausschüsse im Parlament. Und sobald ein Vorschlag vorgelegt wird und das Parlament seine Meinung gebildet hat, kommt der Europäische Rat ins Spiel und formuliert auch eine Meinung. Der Europäische Rat wird gebildet von den Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedstaatsregierungen. Und das Parlament ist die einzige Institution, die demokratisch direkt gewählt wird. Und wenn diese Meinungen alle gebildet sind, geht das Ganze in einen Prozess hinter verschlossenen Türen, der sich Trilogverhandlungen nennt. Und wir fokussieren uns am meisten auf das Europäische Parlament. Und unsere Aktivitäten sind hauptsächlich auf die Mitglieder des Europäischen Parlaments ausgerichtet. Moment. Wer sind wir eigentlich? Warum sind wir hier und reden zu euch über dieses Thema, das euch vielleicht nicht kümmert? Wir arbeiten beide für EDRI, European Digital Rights. Ich bin Chloe. Ich bin ein Policy- und Kampagnen-Mitarbeiterin und ich bin Andrea, ich Policy und Kampagnen, das ist mein Gebiet. EDRI ist eigentlich eine Regenschirmorganisation. Wir repräsentieren 42 zivilgesellschaftliche Organisationen in ganz Europa und darüber hinaus. Zum Beispiel in Deutschland haben wir als Mitglieder natürlich den Chaos Computer Club, natürlich Digitale Gesellschaft, Digital Courage, Wikimedia Deutschland, die Free Software Foundation Europe, aber wir haben noch sehr viel mehr. Seit
2002, als wir gegründet worden, ist unser Ziel gewesen, zivilen und menschlichen Menschenrechte zu schützen und aufrechtzuerhalten. 2009 haben wir ein Büro in Brüssel eröffnet und seitdem arbeiten wir intensiv mit den europäischen Institutionen. Im letzten Jahr, was wir getan haben, ist die Gesetzesvorschläge, die wahrscheinlich kommen werden oder vielleicht schon vorgelegt worden sind, zu beobachten, diejenigen, die Risiken sein könnten für unsere Freiheiten online. Wir haben diese Risiken identifiziert und wir bringen uns ein über Gespräche, Konsultationen mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments und anderen wichtigen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Das ist also das, was wir tun. Ja, Andrea sagte, wir arbeiten auf dem EU-Level, das ist sehr wichtig für uns. 2019 war ein intensives Jahr bisher für uns. Wir hatten die Wahlen. Das heißt, dass das Parlament sich neu zusammengesetzt hat. Leute, die neu sind, die wir, mit denen wir arbeiten müssen. Und ein Fakt über das neue Parlament: Es gab eine recht hohe Wahlbeteiligung, 51% im Durchschnitt über im Gesamtdurchschnitt der Mitgliedstaaten. 51% sind zur Wahl gegangen. Das ist relativ viel für europäische Wahlen. Oft werden diese Wahlen nur als Wahlen zweiter Klasse angesehen. Was aber noch wichtiger ist, dass 60% des neuen Parlaments tatsächlich neu hinzugekommene Mitglieder sind. Also Neulinge, die nicht wirklich vertraut sind mit der Politik in Brüssel. Und wir müssen sie ein bisschen einführen. 40% sind weiblich, 60% männlich. Und natürlich sind die großen Gewinner dieser Wahlen die Gruppen im Zentrum, aber auch leider die extrem rechten Parteien. Und zu einem gewissen Maße auch die Grünen. Das ist etwas, was wir im Kopf behalten müssen bei unserer Arbeit. Außerdem die Champions für digitale Rechte wie Julia Reda und Jan-Philipp Albrecht sind gegangen oder Mariette Scharke, Entschuldigung für die falsche Aussprache. Wir müssen also neue Verbündete finden. Okay. Wir verstehen dies, und wir haben uns ziemlich damit beschäftigt. Wenn wir über EU-Themen reden, werden Leute schnell gelangweilt. Ah, diese vielen Prozesse, das kriegen wir nicht hin. Deswegen, weil wir das verstehen, dachten wir, dass wir als Erleichterung für euch und vielleicht um es interessant zu machen, einen Vergleich ziehen wollen zwischen den Gruppen im Europäischen Parlament und einigen der Häuser in Westeros von dieser Serie Game of Thrones. Hat jemand von euch Game of Thrones gesehen? Yes, okay. Ja, okay. So I have it. Also, and I had to watch some ich habe die Serie nicht gesehen. Ich musste mir einige Zusammenfassungen ansehen für diesen Talk. Aber es ist wichtig, im Kopf zu behalten, dass wir keine Spoiler hier einbauen werden. Und die, die es nicht gesehen haben, ist es auch wichtig, euch zu vergegenwärtigen, dass ihr dafür zu sorgen, dass ihr noch alles versteht, selbst wenn ihr nicht wer wisst, die Figuren sind. Okay. Also sprechen wir von den Lannisters und den Baratheons. Das waren, die sind die großen Häuser in dem Land von Game of Thrones. Im Vergleich zum Europäischen Parlament können wir die Sozialdemokraten und die Europäische Volkspartei als Vergleich nehmen. Die haben in der letzten Zeit eine Mehrheit zusammen gehabt. Das hat sich geändert. Und die kleineren Häuser, schrägstrich politischen Gruppen, wie zum Beispiel die Stark, die Targaryens, die Boltons und die Greyjoys, haben jetzt eine recht wichtige Rolle. Also die Europäische Volkspartei, die größte Einzelgruppe im Europäischen Parlament, hat 182 Sitze im Moment. Sie haben 34 Sitze verloren, was ziemlich stark ist. Wie die Lannisters sind sie gut in politischen Spielen. Sie sind gut, sie haben einen guten Zusammenhalt und sie sind sehr treu gegenüber ihren Mitgliedern. Deswegen sehen wir oft, dass die Europäische Volkspartei im Block abstimmt. Die konservative Zentralrecht-Mitte-Rechtsgruppe, das ist die CDU-Mitglied aus Deutschland, die Europäische Volkspartei, aber es gibt auch die bösen Kinder, zum Beispiel Fidesz aus Ungarn, Orbáns Gruppe, Orbáns Partei. Vor der Wahl sahen wir, dass Fidesz What has it been?
was ist mit denen passiert? Ihre Mitgliedschaft wurde ausgesetzt in der Europäischen Volkspartei. Wir hofften, dass sie vielleicht ausgeschlossen werden. Es gab Gerüchte. Wir haben nach der Wahl gesehen, dass nichts von all dem mehr existierte. Und das ist ein ziemlich guter Hinweis, dass die Europäische Volkspartei ihre Flexibilität erhöht, was politische Ideologie angeht. Und wir denken, dass das wichtig ist, uns das zu merken, wenn wir uns die nächsten Jahre so the seat of the Great House of the Baratheons. The S&D, so the Socialists. S&D, die Sozialdemokraten, stehen aus diesen zwei Gruppen, zwei Häusern. Sie sind Mitte-Links in ihrer Orientierung. Und die deutschen Mitglieder hier sind die Sozialdemokraten, die SPD. Wie die Baratheons in Game of Thrones sind sie, sie hatten mal große Macht und Einfluss, aber leider verschwindet das allmählich. In vielen europäischen Ländern, auch in den europäischen Wahlen, haben sie große Verluste erlitten und sie haben Einfluss und Sichtbarkeit verloren. Also sie werden schwächer und so sehr wie die Europäische Volkspartei haben sie mehr als 30 Sitze verloren und haben jetzt 154 Sitze im Europäischen Parlament. Das ist schade, denn wie Robert Baratheon, der gestorben ist, haben wir jetzt die Sozialdemokraten und die Volksparteien, die traditionell größten Gruppen, die in eine Allianz eingehen, aber sie sind geschwächt. Also diese Koalition zwischen den beiden kann nicht mehr weiter existieren. Sie brauchen weitere Alliierte in den politischen Gruppen, um eine Mehrheit zu formen und Gesetzesvorschläge zu verabschieden. Um Positionen zu verabschieden. Das hat eine große Auswirkung auf die Kompromissbildung. Wenn man weniger als 50% der Mitglieder hat in diesen beiden Gruppen, dann müssen diese Gruppen weiter hinausgehen und das ist nun der Punkt, wo Ex-Alde, die liberalen Renew Europe, hineinkommen als potenzielle Königsmacher. Das Haus der liberalen Targaryens, die zentristische Gruppe, hat einen großen Zuwachs gesehen von 69 auf 108 Sitze als Ergebnis der Wahlen. Macrons politische Partei hatte hier eine große Rolle. Und wenn wir jetzt an Macron denken und die blonde Frau mit dem Schwert aus Game of Thrones, wenn wir an sie denken, dann denken wir oft an Figuren, die freundlich sind, die Frieden und Einheit bringen wollen. Aber wenn wir uns einen zweiten Blick gestatten, dann sehen wir etwas, eine gewisse Kante, vielleicht mit Schwert und vielleicht Drachenflügeln. Also genau wie im politischen Bereich, da erwarten wir eine Menge direkterer Konfrontation von dieser Gruppe. Dies ist zurzeit die drittgrößte Gruppe im Parlament und die werden nun sehr viele der Spielregeln bestimmen in den nächsten Allianzen. Schauen wir uns die vierte Gruppe an. Let's move north to Winterfell, House of the Greens, EFA. Sind die Winterfell? Winter is coming. You know, they're fighting. Winter is coming ist der Slogan. And just as the Greens are actually teaming left-wing parties with ecological. So wie die Grünen Bündnisse mit den Linken, mit linken Parteien hatten. In the past, actually the Starks had an alliance with the Baratheons. Unfortunately, haben die Starks eine Allianz mit den Baratheons. Influence and they are almost extinct. Therefore, they are losing for their own kind of fight. They are defending their own space and they want to grow. Sie verteidigen ihren bisherigen Raum. So that means for the Greens that they will have to find new. Die Grünen gewinnen Platz. Policies, like for example, looking at the Targaryens, the liberal, who were like at least some part of the liberals are quite. Die Targaryens sind die Liberalen. In terms of seat, the Greens were the big winners. Die Grünen waren die großen Gewinner bei der Wahl. Climate and youth movement. Gestärkt durch die Klima- und Jugendbewegung. Eine andere Familie, die nicht so viel Erfolg hatte, waren die Gori. Sie sind die Eisernen Inseln, eher links.
And they are from Germany. Their member is actually Die Linke. In Deutschland sind das die Linken. They're very much divided. Some part of the GUE are think that the EU is an international solidarity project, but some other are flirting with anti-European sentiments. So quite divided. Die Linke ist gespalten in Europa. Manche sind eher anti-europäisch. So one way of explaining that is that the new lefty MEPs wanted something modern and looked at more attractive. Neue linke Abgeordnete wollen etwas Moderneres. Join the Targaryens or the Starks in the parliament this time. Und sie verbinden sich mit den Targaryens oder den Starks diesmal. The cruel guys. Jetzt zu den Boltons, den Fiesen. In the parliament doing the dirty job of the conservative of the EPP. Sie machen die Drecksarbeit der Konservativen. Less diplomatic house, I would say. Wenig diplomatisch. Quite small, very small. Ziemlich klein eigentlich. Were divided into small fractions, but now actually. Auch sie waren gespalten. The Italians. Aber sie erstarken. Managed to secure an agreement. Die französischen Nationalisten haben ein Abkommen errungen. Sie haben eine große Gruppe geschaffen, Identität und Demokratie, und wollen den vierten Platz der einflussreichen Größen im Parlament. And if they team up with ECR, that you can see on the screen, so it's one remaining party from the last mandate. Es bleibt noch ECR, ebenfalls konservativ, anti-europäisch. Zum Brexit, wo du es erwähnt hast, three British MEPs will have left the European Parliament. 27 of those seats will be reallocated. Über 70 britische Abgeordnete werden das Parlament verlassen. Shrink the size of the parliament. So from 700. Das Parlament wird jedenfalls schrumpfen von 700. 5 seats in total. 751 auf 705. The water in the UK. We're looking at the new prime minister. Auf der anderen Seite des Kanals. Boris, who hat Boris gerade shouted loud and clear that Premierminister chicken out this time. Boris Johnson happened on the 31st of October. He made a lot gesagt, of promises, no more deals. Am 31. Oktober ist Brexit. Is changing. Now, if we look a bit at other promises made in terms of Brexit from important. Wenn wir uns andere Versprechen des Brexit ansehen, die dem Volk gemacht wurden, we might doubt a bit whether Brexit will happen or not. Wir haben da noch unsere Zweifel. What were the promises that did the new European Commission president did? Actually, Ursula von der Leyen was elected mid-July, but the Versprechen, die der neue europäische Kommissionspräsident gemacht hat. Brexit as soon as possible. She did that strategically to get the notably the votes from sie the British MEP to secure her seat. Sie brauchte tatsächlich die Stimmen der britischen Grünen, um ihren Sitz zu bekommen. Und die Frage ist, wird sie ihre Versprechungen einhalten? Wichtig auch ist es zu bedenken, dass während Frau von der Leyen Präsidentin der Kommission wird, ja, sie respektiert die Regel, dass die größte Gruppe im Parlament, die Europäische Volkspartei, diese Position bekommt, diesen Spitzenjob. Aber gleichzeitig wird das Spitzenkandidatenprinzip nicht respektiert. Sie kam aus dem leeren Raum. Sie war keine Spitzenkandidatin in der Wahl. Während des Wahlkampfs hat Ursula von der Leyen sehr viele Versprechungen abgegeben, also während ihrer Wahlkampagne für die Position der Kommissionspräsidentin. Sie hat den Segen des Papstes, aber auch den Segen verschiedener Länder erhalten. Sie hatte die Unterstützung von Parlamentsmitgliedern in einem bestimmten geografischen Bereich, aber das hatte natürlich einen Preis. Und wir erwarten deshalb, dass die Liste der Kommissare und Kommissarinnen von diesen Ländern auch in wichtigen Gebieten gefüllt werden wird. Und wenn wir uns die Rolle des Europäischen Parlaments anschauen, die Rolle des Präsidenten des Europäischen Parlaments, dann werden wir sehen, dass osteuropäische Länder
nicht so eine zentrale Position innehaben. Wer noch wird einen Sitz bekommen in der Kommission? Wir haben weitere 26 Positionen in der Kommission, die gefüllt werden müssen. Es gab Gerüchte, aber es ist spekulativ, aber wir denken in ziemlicher Sicherheit, dass Margrethe Vestager aus Dänemark, die sehr sichtbar war als Kommissarin in der letzten Legislaturperiode, sie war für Wettbewerbsrecht und Antitrust zuständig. Sie hat zum Beispiel Apple eine hohe Strafgebühr aufgebrummt. Sie wird wieder eine gute Position bekommen. Eine andere Person ist Vera Jourova aus der Tschechischen Republik. Sie war früher Kommissarin für Recht und für Justiz und Verbraucherrechte und sie war sehr deutlich in ihren Aussagen für die Datenschutzgrundverordnung. Also sie ist sozusagen am Rand des Politikbereiches der digitalen Rechte. Wir werden mit ihr zu tun haben und das Ergebnis der Verhandlungen hinter verschlossenen Türen über die Top-Jobs ist, dass die SND eine Position in der Kommission für Frans Timmermans aus den Niederlanden als Vizepräsident der Kommission sich gesichert hat. Wir haben ein bisschen geredet über all diese Veränderungen, die Rollen, verschiedene Namen, Institutionen. Alle diese Namen ändern sich, aber was bleibt, sind Gesetzesvorhaben, die offen sind. Und dies sind Dinge, auf die wir sehr viel Aufmerksamkeit verwenden. Und da schauen wir uns nun etwas genauer diese Dinge an. Das erste Thema ist E-Privacy. Das ist die Reform des sogenannten Cookie-Gesetzes. Dies ist also eine Datenschutz- und Privatsphärenschutzrichtlinie. Da geht es um den Schutz dieser Informationen, während sie übertragen und am Ende dann gespeichert werden. Dieses Thema wurde vorangebracht. Das Parlament hat eine Meinung geäußert, die aus unserer Sicht nicht so schlecht ist, aus der Menschenrechtsperspektive. Und der nächste Schritt in den Verhandlungen sind nun diese Trilogs-Verhandlungen hinter verschlossenen Türen, die ich erwähnt habe. Und in den letzten etwa 2 Jahren war dieses Thema in dieser Stelle und hat sich nicht wieder gezeigt. Wir haben verschiedene offene Briefe geschrieben an die Präsidentschaft des Rates, sogar vor den Wahlen. Wir haben die Aufmerksamkeit darauf gezogen. Jetzt wäre eine gute Zeit, um das Thema voranzubringen, aber nichts passierte. Im Corporate Europe Observatory, das ist eine Organisation, die in Lobbyarbeit in verschiedenen Gesetzesvorhaben hineinschaut, die haben gesagt, dass die Lobbyarbeit für E-Privacy eine der stärksten ist, die sie je gesehen haben. Das könnte eine Erklärung sein für die Stille, die wir wahrnehmen. Ein anderes Thema, das wirklich wichtig ist für uns im Moment, ist die E-Evidence-Gesetzgebung. Sehr kompliziertes Thema. Es geht um Strafjustiz. Die Idee ist, dass sich die Mitgliedstaaten immer beschweren, dass sie nicht die entsprechenden Beweismaterialien schnell genug bekommen von Providern. Und jetzt gibt es den Vorschlag, einen Gesetzesvorschlag, dass jegliche Rechtsdurchsetzungsbehörde in Europa direkt von Providern die persönlichen Angaben von allen Menschen anfordern können, von Internet-Service-Providern, von Diensteanbietern, allen. Zum Beispiel auch die privaten Nachrichten, die geheimen Nachrichten. Das geht natürlich keinen geordneten Rechtsweg über den normalen Justizkooperationsmechanismus. Also hier werden viele Sicherheitsregeln umgangen. EDRI hat es geschafft, das Parlament über diese fürchterlichen Effekte zu warnen. Und das Parlament ist nun sehr vorsichtig in Bezug auf diese Gesetzgebung. Das nächste Thema, auf das wir sehr genau schauen, ist Vorratsdatenspeicherung. Und dies bezieht sich auf die Verpflichtung von Telefonanbietern, traditionell verschiedene Daten über die Gespräche ihrer Nutzerinnen und Nutzer zu speichern, nur für den Fall, dass sie in der Zukunft vielleicht ein Verbrechen begehen und die Polizei könnte sich dafür dann interessieren. In der Vergangenheit gab es eine Richtlinie über Vorratsdatenspeicherung, die im Europäischen Gerichtshof gekillt worden ist und wir dachten, okay, vielleicht ist das jetzt das Ende davon. Aber wie der Ritterkönig scheint die Vorratsdatenspeicherung immer wieder aus den Flammen lebendig zurückzukommen. Und der Grund, warum wir das sagen, ist, dass aktuelle Zufälle
the EU Council. Das ist ein Zusammentreffen der verschiedenen Institutionen und ihrer Mitteilungen. Der Rat hat Schlussfolgerungen über Vorratsdatenspeicherung veröffentlicht und hat die Kommission beauftragt, eine Studie zu veranstalten. Diese Studie soll mögliche Lösungen über das Speichern dieser Daten ausarbeiten, auch in Bezug auf eventuelle zukünftige Gesetzesinitiativen. Und ADRI-Members haben in einem Treffen teilgenommen mit der Europäischen Kommission. Und ihnen wurde versichert, dass kein Vorratsdatenspeicherungsgesetz vorgeschlagen wird. Zur gleichen Zeit gleichzeitig erfuhr das Meeting, dass es eine Serie von Meetings mit sogenannten Stakeholdern geben würde. Und diese Treffen wurden abgehalten, um mögliche Initiativen für Vorratsdatenspeicherung zu diskutieren, die vielleicht oder vielleicht nicht vorgelegt werden könnten. Also wir wissen nicht, aber es könnte auch nicht. Ein weiteres sehr wichtiges Thema für uns im nächsten Jahr, und das ist wirklich sicher, das wird das Moderieren von Inhalten sein. Die Kommission versucht seit mehreren Jahren, die Regelbücher über dieses Thema, wie also Content moderiert werden soll in Online-Foren oder Online-Medien, neu zu öffnen. Und die Verantwortung der Provider, die Content online hosten, zu regeln, Content, der also von ihren Usern dort hochgeladen wird. Dies ist ein sehr grundlegendes Prinzip der Meinungs- und Redefreiheit. Und wir sind sehr besorgt, dass, wenn die Kommission das wieder öffnet, es sehr schwer sich auswirken wird auf unsere Möglichkeit, Informationen auszutauschen und zu diskutieren. Die Kommission hat bereits einige Ausnahmen in der letzten Reform der Urheberrechtsrichtlinie und der gerade verabschiedeten Terrorismusverordnung einzubauen. Es gibt jetzt mehr und mehr Verantwortung der Provider, Inhalte auszufiltern, und wir haben eine Verschiebung der Verantwortung zu den Plattformen, die jetzt mehr Macht haben, zu entscheiden, was gut ist, was wir erlaubt sind zu veröffentlichen und was nicht. Das ist eine große Bedrohung für uns. Nun gehen wir weiter zur Netzneutralität. 2015 hatten wir die Verordnung, die einige Sicherungsmechanismen etabliert hat. Das Prinzip der Netzneutralität ist wie die große Mauer, die also uns vor den nördlichen Bedrohungen schützt. Wir sehen, dass private Akteure immer mehr versuchen, in diese Mauer Löcher einzubauen. Und wir schauen uns das an, wie diese Brüche in der Mauer von der Kommission bearbeitet werden. Und wir versuchen immer, Alarm zu schlagen über die Umsetzung der Sicherheitsregeln für Netzneutralität und dass diese Umsetzung nicht gut genug angeschaut wird. Zuletzt, letztes Thema, künstliche Intelligenz. Wie überall auch ist das in Brüssel ein Buzzword. Niemand versteht wirklich, was es ist, aber alle wollen sich das anschauen und es regulieren. Und die Kommission hat vor kurzem eine Expertengruppe auf hohem Level angeschaut, eine High-Level-Expert-Group, also eine Versammlung von Expertinnen und Experten, die der Kommission etwas vorschlagen. Das sind also sehr stark Industrievertreterinnen, aber auch Zivilgesellschaft, wie unser ADRI-Mitglied Access Now. Und die bekamen die Aufgabe, ethische Richtlinien aufzustellen für den Gebrauch künstlicher Intelligenz und über die Investition von Geld in dieses Thema. Wir waren recht enttäuscht von dem Ergebnis dieser ExpertInnen-Gruppe. Es gab keine konkreten und ernsthaften Aktionen bezüglich des Schutzes von Menschenrechten, wenn künstliche Intelligenz benutzt oder hergestellt wird. Nun geben wir einen Überblick über die Machtverschiebungen innerhalb der EU und die Files, an die wir uns anschauen. Und was heißt das nun? Was heißt das nun alles? In terms of the different topics that we discussed about earlier, was die unterschiedlichen Themen angeht, die wir besprochen haben, very important outcomes. In terms of, haben alle wichtige Folgen. We are looking at undeniable increase. Wir schauen uns auf gesteigerte Aufmerksamkeit an. Cambridge Analytica alone. New members of the parliament. Zum Beispiel wegen des Cambridge Analytica-Skandals.
is seasoned with. And this is a win on our side. Moreover, the increase of das ist gut für uns. Is a win for our side too, because the Greens have. Dass die Grünen gestärkt sind, ist auch für uns, ist ebenfalls ein Gewinn für uns. Human rights in the digital sphere. Now, what it also means, looking at the das bedeutet auch, dass die Sozialdemokraten und die EVP keine absolute Mehrheit mehr zusammen haben. Sie müssen mindestens einen dritten Mitspieler anwerben. Es könnte ein wenig länger dauern, bis sie sich einigen. Kompromisse werden geschlossen. Gesetzgebungsverfahren werden vermutlich länger dauern. Also a great impact for our work in a good or bad way. We don't know yet. We'll see. Wir wissen noch nicht, ob das andere Arten der Zusammenarbeit beeinflusst. We have time. We have time. Go ahead. Just explain them. So, the okay, erklär es einfach. Anti-EU sentiments, there is a growing wenn es um Anti-EU Gefühle geht, EU legislators, Ablehnung der EU. We need to regulate big tech coming from the US. And that's great. Wir müssen die großen Technikgiganten aus der US aus den USA big regulieren. In the European environment is that if you regulate an internet as if it's comprised only from Google, you will end up. Wenn du das Internet versuchst zu regulieren, als käme es nur von Google. If this mental state continues, diese small entrance on the market Sichtweise weiter so beibehalten wird, more and more difficult, dann wird es uns immer schwerer fallen, mit dieser Gesetzgebung uns auseinanderzusetzen. Was die Europäische Kommission angeht, ein neuer Kommissionspräsident hat eine Menge Macht. Wenn man da gewählt werden möchte, von der Leyen hat eine Menge Versprechen gemacht. Insbesondere hat sie gesagt, in den ersten Tagen ihrer Amtsperiode will sie Regeln zur ethischen Nutzung künstlicher Intelligenz voranbringen. Sufficient time to think and to look at the different impacts it will have. So we are a bit cautious about kind of hurry. Genug Zeit. She also definitely said she wants to look at the content moderation rules I talked to you earlier. Sie möchte auch über die Inhaltsmoderationsregeln sprechen. Ursula has already passed in terms of digital policies. Back in 2009, as she was Minister of Family Affairs in Germany, Familienministerin war, hat sie bereits einmal ein Gesetz zum Thema Internet durchgebracht. Da ging es um den DNS-Blocker. Und das war basierte auf geheimen Listen ohne reguläre rechtliche Kontrolle. And censorship, obviously. So she gained at the time the name of Zensur Sula. So we are looking. Und damals bekam sie den Spitznamen Zensur Sula. Now, in terms of Brexit, the short-term effects will be perhaps. Was den Brexit angeht, die kurzzeitigen Effekte. Laws such as the GDPR or rulings. Im Vergleich zu den langfristigen Effekten. They will all have to still be implemented. In the future, es wird eine Weile dauern, bis das alles implementiert worden ist. The implementation of EU laws in the UK. However, long-term landscape sees quite some scenarios. We cannot obviously be sure. Es gibt mehrere mögliche Szenarien. Wir vermuten, ein Szenario ist, dass den Mangel an Zugang zum Digital Single Market auszugleichen. So they will deregulate the market. Wollen sie den Markt deregulieren? To users, people's human rights, and can actually open the doors to a lot of exploitative practices. Das kann
die Tür öffnen, für eine Menge ausbeuterischer Praktiken öffnen. Traditionell haben wir Großbritannien gesehen als eine starke Stimme, als tonangebend zum Thema Überwachung. In the name of state security. So backdoor access, VPN blocking and so on. Hintertürzugang, VPN-Blockierung und so weiter. Since they will be gone, wenn sie jetzt weg sind, dann werden sie in dieser Hinsicht weniger tonangebend sein in Europa. Das ist eine gute Sache. Might be a good candidate. Frankreich könnte ein guter Kandidat sein. Now, we have been giving you a bit of an overview. We hope your head is not completely spinning and that you still. Wir haben euch einen Überblick gegeben. Wir hoffen, dass euer Kopf, dass euch nicht schwindlig geworden ist. Wir haben ein bisschen Zeit für Fragen. Und wir geben zwei Workshops. We'll have a discussion am Samstag in unserem Village. In the European Union, how to set the debate. And we're going to have also, if you're interested in content moderation and how not. Wenn ihr euch für Inhaltsmoderation interessiert und wie man verhindern könnte, dass Dinge zu viel blockiert werden, kommt zu unserem Workshop. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you. We have about 10 minutes left for. Wir haben noch etwa 10 Minuten für Fragen. Wir haben zwei Engel, die Mikrofone haben. Geht zu diesen Mikrofonen, wenn ihr Fragen habt. Und kurze Erinnerung, eure Fragen sollten kurze Sätze sein, mit einem Fragezeichen am Ende, keine großen Selbstvorstellungen. Fragt einfach. Könntet ihr uns einen Einblick geben in mit wem ihr noch arbeitet? Ihr habt mit den Linken und den Grünen gesprochen. Welche anderen Lobbygruppen? Mit wem seid ihr noch eng verbunden? Kinderrechte ist ein interessantes Thema. Soll ich? Vielleicht antworten wir beide. Ja, traditionell denken wir im Bereich Zensur als ein rechtes, rechts-links-Thema. Die Geschichte lehrt uns, dass wir ein ziemlich großes Spektrum haben von Meinungsführerinnen, die für dieses Thema sind. Wir können also es nicht begrenzen auf der einen Seite. Also was die Politikerinnen und Politiker angeht, aber was andere Lobbygruppen angeht, das kann ich beantworten. Also traditionell sind wir ein bisschen in unserer Blase gefangen, das stimmt. Manchmal gehen wir noch ein bisschen weiter, wenn es in bestimmten Themen wichtig ist. Aber wir versuchen mehr und mehr unsere Vision zu verbreitern, unser Gesichtsfeld und unsere Strategie auch mit anderen Arten von Menschenrechtsthemen und Gruppen in Verbindung zu bringen. Wir haben zum Beispiel verschiedene Linsen, das zu verschiedenen Lupen anzuschauen, zum Beispiel Geschlechtsfragen, ethnische Fragen, das Recht der Nichtdiskriminierung als Thema, also andere Gruppen dadurch zu erreichen. Und was Politikerinnen und Politiker angeht, das stimmt, dass wir natürliche Verbündete auf der linken Seite haben. Wir versuchen auch zu den Bereichen rechts der Mitte zu sprechen, aber manchmal werden uns einfach die Türen gar nicht erst geöffnet und wir versuchen also weiter mit der konservativen Gruppe zu sprechen. Wenn ich eine weitere Notiz dazu sagen könnte, in Bezug auf Kinderrechte, das ist ein schwieriges Thema in Bezug auf Zensur. Und ich denke, dass es wichtig ist, wir haben vor kurzem ein kurzes Blogposting geschrieben über den Gebrauch oder Missbrauch von Kinderdaten online und es gab sehr viele Antworten, Leute, die sagten, wir sollten mehr darüber reden und wir denken, dies ist Teil der Reform unserer Erzählung über Privatsphäre. Wir denken oft über Privatsphäre nach als etwas, was wo Leute sagen, ihr habt doch nichts zu verbergen, diese Diskussion ist. Aber was Kinderrechte angeht, ist es auch wichtig, die Erzählung neu auszurichten, in Richtung auf, es gibt viel zu schützen. Denn wenn wir uns Kinderdaten vergegenwärtigen, reden wir über Schutz von Kindern. Und ich denke, dass hier sehr viel drin ist und wir schauen uns das an mehr. Ja.
Hello, thank you for the very interesting talk. Für den interessanten Vortrag. Ich interessiere mich für eure Meinung zu unterschiedlichen Parteien offensichtlich. Wie scharf sind die Parteien auf mehr Privatsphärenschutz? Was ist zum Beispiel mit der FDP? Was mit den Sozialdemokraten? Die Konservativen ziemlich schwer zu überzeugen. Es ist leichter, denen mit Innovationen zu kommen, um sie von irgendwas zu überzeugen. Die SND, sehr schwierig. Manchmal sind sie auf unserer Seite, manchmal nicht. There is a lot of division within their. Die sind gespalten. We never know what's gonna come next. Like copyright is a really good example. Also bei denen wissen wir nicht, woran wir sind. Das kann sich auch ändern. Liberals. Die Liberalen, ach. The French influence is gonna be. They are coming massively into the ALDE, so the new liberal group. Sie versuchen. The French are. They're the French. Sie sind halt gestärkt, die LD. Das sind die Franzosen. The way to characterize them as a unitary cell, it depends. Like we said a bit earlier, the EPPs tend to all vote in block. So if we get one to die europäischen Gruppierungen tendieren dazu, en bloc zu wählen. But with the Social Democrats, die großen Parteien. And we can. I'm Romanian, and I know that the Social Democrats in Romania have quite some conflicts. Sozialdemokraten in Rumänien hatten ziemlich Konflikte. We cannot really say how the Social Democrats are in general. Wir können das nicht im Allgemeinen vorhersagen. Das hängt von den einzelnen nationalen Parteien ab. Set the line against the group. Majority. So und es kann passieren, dass einzelne Nationen aus der Gruppenvorgabe ausscheren. Drei Minuten noch. I'd like to ask the Signal Angel whether there are any questions from the internet first. Eine Frage aus dem Internet? None. Okay. Then we have doch nicht, keine Frage. Could you say something about the right to repair? To repair? Könnt ihr etwas sagen über das Recht auf Reparatur? Reparatur in der Welt oder in Elektronik, Urheberrechts, das hat Verbindungen zur grünen Bewegung und digitalen Rechten. Ich bin auf diese Frage nicht vorbereitet. Urheberrecht ist ein wichtiges Thema. Wir haben daran gearbeitet. Die Save Your Internet Kampagne hat eine Menge Arbeitszeit von uns eingenommen, aber ich glaube nicht, dass wir über Recht auf Reparaturen viel geredet haben. Vielleicht können wir darüber später reden, denn miteinander, denn es könnte einen ganz interessanten Rahmen abgeben für diese Debatte. Hast du welche Gedanken? Nein, ich denke, was das Urheberrecht angeht, wir sind nicht sehr interessiert an Reparaturrechten. Wir arbeiten nicht daran, aber es könnte ein Thema sein. Hi, you had a short. Du hast kurz erwähnt, die E-Evidence, das E-Evidence-Thema, das kommen wird. Es gibt bereits Gespräche mit den USA, was das Herausgeben von Daten an die USA angeht. Und meine Frage ist, gab es Diskussionen darüber, wie die Frage von Gruppen oder privaten Setups gehandhabt wird, zum Beispiel. Stellt euch vor, wir haben 6 Stunden Zeit, um eine solche Anfrage zu beantworten. Eine kleine Gruppe, die jetzt einen Mail-Server betreibt, wie soll die darauf antworten, wenn sie von Strafzahlungen bedroht ist? Gibt es irgendwelche Diskussionen zu diesem Thema, wie man solche kleinen Gruppen behandelt? Oder heißt das im Parlament nur, das geht ja nur um Google? Eine sehr gute Frage. Wie jede andere Digitalpolitik haben wir
immer, denken wir immer hauptsächlich an die großen US-Tech-Firmen, wenn Gesetzesvorhaben entworfen werden im Parlament und in der Kommission. Insbesondere das E-Evidence-Thema wurde vorgebracht, weil Microsoft sich weigerte, Daten herauszugeben über einen Benutzer an die USA. Die USA verabschieden dann den US Cloud Act, um diese Daten auch zu erreichen, wenn sie im Ausland gespeichert sind. Und die EU dachte, oh, shit, wir müssen was tun, um auch Daten, die in Irland gespeichert sind. Und sie haben tatsächlich keinen Gedanken verschwendet an die kleineren Gruppen. Und das ist etwas, was wir vorbringen. Sie sagen, ihr stellt jetzt Regeln auf, die die großen Giganten betreffen, die genügend Mittel haben, um ans Gericht zu gehen, um sich zu wehren gegen solche Anfragen. Aber dies ist nicht der Fall für kleinere. Und vielleicht werden sie einige Ausnahmen einbauen, wie ja, nicht die Kleinen, nicht diejenigen, die Bedingungen A, B, C, D berücksichtigen, aber die Diskussion fokussiert sich tatsächlich auf die Regeln und nicht auf wen diese Regeln zutreffen werden. Time is up. Okay, die Zeit ist vorbei. Vielen Dank. Danke an alle. Danke auch fürs Zuhören bei der Übersetzung. Unser Twitter-Account C3Lingo, unser Hashtag, das Beobachten C3.